gespannt, wie war's, wie ist es gelaufen? Ich hoffe, also du hast ein Vorstellungsgespräch bei Nordfrost gehabt. Ich hoffe, es war cool. Frostig. Nein, cool. War es war cool. Ah. Ich fand's gut. Yay, Familienblasen. Moment, was? Der ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, frivol angehaucht. Also er macht sehr gerne Äußerungen gegenüber Kolleginnen, die überhaupt nicht angebracht sind. Und da hat er zu mir gesagt gehabt, ja, er guckt so gern Frauenfußball, weil er mag es, wenn ganz viele Bälle im Spiel sind. Ich liebe ihn jetzt schon. Da hab ich ihm gesagt, ich verstehe die Aussage nicht. Da meint er, hat er dann halt so diese Bewegung gemacht. Aha, das meint er. Da habe ich gesagt, ich verstehe verstehe es doch immer noch nicht. Da sind wenn Männer spielen, sind noch genauso viele Bälle im Spiel. Da habe ich gesagt, hä, warum? Da habe ich gesagt, also zwei Bälle hat wohl jedermann. Ich habe ihm dadurch Fußball kaputt gemacht. Bin ein bisschen stolz auf mich. So. Oh, warte mal, da ist ja ein Tutorial, sehe ich ja jetzt erst. Was, ein Rennofen? Brennstoff für Rennofen. Leute, wir wollen aus der Kohle raus und ihr fangt jetzt hier an mit Rennofen. Also Leute, das boykottiere ich. Guckt euch den mal an. Moment. Dieses kranke Schwein hier. Keine Ahnung, was der macht. Der pisst da hin oder sonst irgendwas. Ja, Buchse runter. Jetzt freut er sich. Buchse hoch. Buchse runter. Er freut sich. Buchse hoch. Buchse Hude, Buchse hoch. Oh mein Gott, jetzt hat er einfach das Geschlecht gewechselt. Kranker Bastard. Manu wirft Yoda hier ziemlich wild durch die Gegend. Ich meine, wir kennen Yoda, er wird es verdient haben. Aber trotzdem. Du verstehst es nicht. Nein. Perfekt. I don't get it. Hast du eigentlich gerade Musik dahinter laufen? Nein. Schade. Ich überlege gerade, was man als Hintergrundmusik laufen haben könnte. Um Gottes Willen, was war das denn? Wohin? Flo's Haus brennt. Ach, brennt das wirklich? Der Ofen scheinbar, ja. Was hat er bitte getan? Ich glaube, er hat das Essen vergessen. Ja, oder das Plutonium. Oder das. Ich finde mich auch fantastisch. Danke. Thomas, hier ist die Kokosnuss. Wenn du da mit der Klinge draufhaust, kriegst du das Grüne ab. Und dann kannst du draus trinken und dann kannst du sie sammeln, dann kannst du das Fleisch essen. Fast wie bei Säuglingen. Okay, Kokosnusswasser. Ich nehme sie jetzt mal. Thomas, ich bin enttäuscht, dass jetzt keine Reaktion drauf kommt, dass ich Kokosnüsse und Säuglinge miteinander vergleiche. Ich bin ein bisschen entsetzt. Ja, nee. Ich habe festgestellt, dass ich offensichtlich zu versaut bin, deswegen reagiere ich da drauf jetzt nicht. Was? Trinkbereich. Trink aus See kann Damenruhe verursachen. Sehr schön. Ein Waschbereich. Ja, machen wir doch direkt nebendran. Dann hat das Wasser, wenn man es trinkt, auch wenigstens ein bisschen Geschmack, finde ich. Ist leicht erdig, ja. Kein Wunder, Günther hat Durchfall. Hat dieser riesige Jokebot einen Minibot auf dem Rücken? Als Rückendeckung? Oh. Ja, weißt du, letztens hat mich ein Japaner angesprochen, hat gefragt Honda und da habe ich den Kopf geschüttelt, habe da auf meinen Hund gezeigt und habe gesagt Honda. Hund da. war der schon schlecht oder war der gerade noch grenzwertig okay? Er war mit Liebe. Ach, guck mal, was da steht. Da oben. Ja. Hier. Ein Schildbürger.
Super gemacht, Flo. Der Witz war super toll. Ich weiß. Vielen Dank. Und hab versehentlich in meine halbvolle Kaffeetasse die Limo gekippt, die ich vorbereitet hatte. Das heißt, ich habe hier jetzt Limo mit Kaffee. Bevor es heißt, ich denke mir das aus. Seht ihr? Die Flüssigkeit ist durchsichtig. Kaffee sollte nicht durchsichtig sein. Wenn man allerdings eine grüne Limo drunter kippt, dann schon. Natürlich schmeckt's, Likers. Ich habe noch nie etwas so Geiles getrunken. Es ist wieder Nektar der Götter selbst. Im Schaltjahr, genau. Das sieht geil aus. Ich habe ein grünes Getränk, ich habe einfach hier ein Loch im Kopf. So, jetzt seht ihr mal meine Gedanken. Völliger Durchblick. Moment. Ja, man kennt's. So, jetzt wird wieder gespart für den nächsten Entwickler. Ich werde sie mir alle einverleiben. Ich werde sie alle besitzen. Alle! Wenn sie nicht für mich sind, dann sind sie gegen mich. Dann werde ich sie aufkaufen, nach und nach die Mitarbeiter abwerben. Die IPs! Die Publisher! Ich werde sie alle haben! Outdoor Lover. Früher haben wir gesagt 6 im Weizenfeld, aber gut. Zeiten ändern sich. Nur das Getreide in der Ritze bleibt. Ja, dann geh mal weg, dann mach ich das hier. Hast du das gerade gesehen? Ja. Der Raptor ist auf die Falle getreten, als sie gerade weggeflogen ist und wurde einfach hochgeschleudert.